Dieses Video trägt den Titel Die transformative Kraft generativer KI und die Diskrepanz zwischen der linearen Wahrnehmung und der exponentiellen Entwicklung ab 2022. Also im November 2022 war für die breite Öffentlichkeit klar, dass der KI-Winter vorbei ist. Große Rechenleistung, Verfügbarkeit von Rechenzentren und so weiter und so fort. Und natürlich große Sprachmodelle haben es ermöglicht, dass einem großen Publikum generative künstliche Intelligenz zur Verfügung gestellt worden ist. KI ist insofern ja nichts Neues, aber generative, also dialogfähige KI, die mit Weltwissen trainiert und sozusagen mit unserem Domain oder Fachwissen im Dialog merkwürdige, tolle, manchmal verwirrende oder halluzinierte Texte hervorbringt. Aber wir müssen lernen, dass Googlen das eine und Prompten das andere ist. Also mit dieser Frage, nämlich der unserer linearen Wahrnehmung und exponentieller Entwicklung, habe ich mich mit einem Text befasst, den ich euch hier mal aufgeschrieben habe. Das Ganze versucht zu visualisieren und mich würde natürlich auch mal eure Meinung interessieren zu meinen Ausarbeitungen, die ich hier gerne zur Verfügung stelle. Und wir müssen natürlich ein bisschen diskutieren, uns austauschen sozusagen mit diesem Phänomen, vertraut mal. Mir ist aufgefallen, dass viele, die jetzt in Unternehmen und Institutionen Verantwortung tragen, das Ganze noch nicht so realisiert haben, so glauben, man könnte da so hinschlurfen und noch nicht mitbekommen haben, dass da eine exponentielle Welle sozusagen in dem Wettbewerb, in der Entwicklung neuer Geschäftsmodelle, auch von Konkurrenten nationaler, internationaler Provenienz auf Unternehmen und Institutionen zurollt. Und diese Frage habe ich hier einmal versucht zu verschriftlichen und zu visualisieren und eure Meinung würde mich dazu interessieren. Der Download-Link unter diesem Video.